Moin Leute, heute habe ich wieder ein super einfaches Rezept für euch und das besteht diesmal nur aus zwei Zutaten, nämlich aus Blaubeeren und Xylit. Ja, wenn ihr Xylit nicht kennt, das ist ein Zuckeraustauschstoff, der natürlich gewonnen wird und dem zahnpflegende Eigenschaften zugesprochen werden. Also er kann Karies bekämpfen und auch Karies vorbeugen. Wenn ihr wissen wollt, wo es das gibt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich einen Link dazu gepostet. Und ja, aus den beiden Zutaten machen wir jetzt Blaubeer-Xylit-Bonbons. Okay, los geht's. So, als erstes könnt ihr die Blaubeeren mal in ein hohes Gefäß geben. Und mit einem Pürierstab könnt ihr die dann ganz vorsichtig zu einer feinen, flüssigen Masse pürieren. Dann braucht ihr einen Topf, den könnt ihr schon mal auf höchste Stufe anheizen. Und da gebt ihr einfach das Xylit rein und einfach warten, bis es geschmolzen ist. So, anders als beim Zucker seht ihr auch hier, dass es nicht braun wird, sondern wirklich klar schmilzt. So, wenn er jetzt geschmolzen ist, können wir die Blaubeeren nehmen und da einfach reingeben. Und am besten jetzt auf die Uhr schauen, denn das sollte ab jetzt für ungefähr 6 Minuten gekocht werden. Denn das ganze Wasser von den Blaubeeren, das muss jetzt quasi erstmal verdampfen, damit die Bonbons nachher auch wieder fest werden. So dass die Masse so langsam aber sicher fertig wird, seht ihr auch daran, dass die Blasen immer weniger werden. Also am Anfang sind die richtig hochgesprudelt. Jetzt sind kaum noch welche da. Noch ungefähr eine Minute jetzt. So, jetzt sollten die fertig sein. Jetzt braucht ihr irgendeine Form, um die Bonbons reinzugießen. Ich habe jetzt hier so eine Silikonform, eigentlich für Pralinen. Ihr könnt aber auch einfach einen Eiswürfelbehälter nehmen zum Beispiel. Oder noch einfacher, ihr macht das Ganze einfach auf Backpapier. Und dann könnt ihr die einfach flach ausgießen und später dann in kleine Stückchen brechen. So, jetzt die Bonbons ganz vorsichtig in die Formen gießen. Macht ihr auch ruhig nicht zu hoch, also vielleicht, wenn wir jetzt einen halben oder einen Zentimeter. So, eigentlich sind die Xylit-Bonbons jetzt schon fertig. Die müssen jetzt natürlich bloß noch aushärten und das kann eine ganze Weile dauern, also ein paar Stunden. Am besten einfach über Nacht stehen lassen. Und ja, stellt sie auf jeden Fall nicht in den Kühlschrank, denn da werden sie überhaupt nicht fest werden. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit dazu oder so ähnlich, keine Ahnung. Also die müssen auf jeden Fall draußen stehen und dann härten sie nach einer gewissen Zeit aus. Okay, dann bis später. Tschüss. Ja, hi Leute, das waren jetzt sage und schreibe 36 Stunden und die Bonbons sind immer noch nicht ganz fest, also zumindest nicht alle. Also es gibt immer noch welche, die irgendwie flüssig geblieben sind. Die werden auf jeden Fall noch fest werden, es dauert halt noch ein bisschen länger. Ja, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, woran das wirklich liegt. Also wie gesagt, im Kühlschrank zum Beispiel geht es überhaupt nicht. Ich habe es auch mal versucht abzudecken, dann klappt es noch weniger. Ja, vielleicht muss es irgendwie genau die richtige Temperatur haben, damit das wirklich aushärtet. Die, die fest geworden sind jedenfalls, sind richtig, richtig hart. Allerdings kann man sie trotzdem beißen. Ja, ich finde, die schmecken wunderbar nach Blaubeere und haben auch durch das Xylit halt so eine Art kühlende Wirkung auf der Zunge. Ja, finde ich irgendwie sehr angenehm. Ja, damit habt ihr sozusagen Zahnpflegebonbons mit Blaubeergeschmack. Und die kann man ja eigentlich mit allen anderen Früchten auch machen. Ich habe die jetzt bisher bloß mit Blaubeeren probiert. Allerdings ja, gibt es da garantiert viele Möglichkeiten. Und da würde ich gerne wollen, dass ihr mal zur Tat schreitet, nämlich dass ihr das mit anderen Früchten ausprobiert und mir dann zum Beispiel als Nachricht schreibt, was ihr verwendet habt und ob es lecker war natürlich und ob es funktioniert hat. Das könnt ihr mir ja, wie gesagt, als Nachricht, als YouTube-Kommentar oder sogar vielleicht als Video und unten als Videoantwort posten. Ja, und ich werde die ganzen Versionen sammeln und dann vielleicht irgendwann nochmal
ein Video machen, in dem ich diese ganzen Versionen von euch dann vorstelle. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ach, im Übrigen habe ich jetzt vergessen zu sagen, es waren zwar 36 Stunden jetzt, die die Bonbons getrocknet sind sozusagen, allerdings nach bereits 24 Stunden war der größte Teil der Bonbons schon fest geworden. Also eigentlich müsste das nur einen Tag dauern. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum es bei einigen von mir noch nicht geklappt hat. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie es bei euch ist. Und dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.